Gensheimer sorgt sich um die Bundesliga. Schwindende Attraktivität. Nationalmannschaftskapitän und Paris-Legionär Uwe Gensheimer sorgt sich um die Handball-Bundesliga, HBL, und stellt eine schwindende Attraktivität fest. Der entscheidende Vorteil in Frankreich ist die Terminierung der Spiele. Wir haben in Frankreich im Sommer bis zu 4 Wochen mehr Pause, spielen nicht mehr nach Weihnachten und haben dadurch mehr Möglichkeiten zu regenerieren. Das Ganze bei gleichem oder teilweise sogar höherem Gehalt, sagte der Torschützenkönig der Champions League dem Fachblatt Handballwoche. Für Weltklasse Linksaußen Gensheimer sei die HBL zwar in der Breite weiterhin die beste Liga, aber die französische Liga habe mächtig aufgeholt und deutlich an Qualität gewonnen. Die Spieler würden aber auch über die Rahmenbedingungen miteinander sprechen. Immer mehr Stars in Europa entscheiden sich dagegen, in Deutschland zu spielen. Die Handball-Bundesliga muss sich deshalb sehr genau hinterfragen, warum sich die Spieler so entscheiden. Zuletzt hatten die deutschen Mannschaften 2-mal hintereinander nicht mehr die Qualifikation für das Final-Four-Turnier der Königsklasse in Köln geschafft. Dafür belegten zuletzt Clubs aus Frankreich die ersten 3 Plätze, Montpellier vor Nantes und Paris. Die neue Saison der Champions League beginnt am Mittwoch, 12. September.